Dino, wieso was heute aufgefallen ist, die Fehlerquote bei Lugano war sehr hoch, aber das hat ja immer den Gegner damit zu tun. Was haben wir heute viel besser gemacht? Ja, wir haben schön auf das Dach bekommen, aber nach dem letzten Debakel, wo wir gegen Lausanne und heute haben wir ein bisschen angeknüpft an unserem Spiel, das wir eigentlich spielen müssen. Es ist einfach einfach. Schieben hin und raus und schieben tief und müssen sie vorne unter Druck setzen. Und so haben wir natürlich sie auch zu Fehler gezwungen. So einfach kann man dann im 32. Spiel auch mal das erste Saison-Goal schiessen. Ich glaube, schon mal Zeit wurde. So klar war, dass wir mich wegen dem vor die Kamera holen. Aber ja, es tut gut. Ich weiß gar nicht, ob ich sie genau berührt habe. Keine Ahnung, es ist schnell gegangen. Aber, den lassen wir jetzt. Nein, es tut gut. Aber das Wichtigste ist, dass wir heute 3 Punkte geholt haben. Wie sehen Sie, oder wo sehen Sie Gründe, dass auch der Trend jetzt stattfindet? Auswärts top und die Heim eben tun euch schwieriger? Ja, es sollte eigentlich kein Trend sein. Wir sollten eigentlich heimstark sein. Und, ich hasse es, vor heimischem Publikum zu verlieren. Es ist mühsam, vor allem letzten Samstag. Es war eine riesige Tragödie für uns. Und jetzt müssen wir einiges besser machen, die Heim-Match wieder gewinnen.